Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenrad am Dienstag, dem 10. November, hier bei Gottmord TV. Ich grüße Sie an dieser Stelle und möchte gleich mal hier den Fokus auf den Goldpreis richten, um den es heute hier speziell gehen soll. Der Goldpreis ja zuletzt hier sicherlich in wilden Turbulenzen begriffen. Die letzte Tendenz auch hier sichtlich negativ im Kontext dessen, dass der Markt sozusagen gerade zu den Non-Farm Payrolls auch sichtlich unter Druck geriet. Das ist hier dem Goldpreis gar nicht gut bekommen und wir sehen hier die Verläufe. Das mal wegmachen. So, die jüngsten Tagesverluste, die Verläufe der letzten Zeit und ja, da wird deutlich, dass der Goldpreis sichtlich in Schieflage geraten ist. Die letzten Tage ganz klar unter Druck und das obgleich Anfang November rein saisonal, rein statistisch eigentlich ein ja, bullischer Zyklus für den Goldpreis ist. Doch hier muss man natürlich ganz klar der Trendtendenz und auch der Preisaction hier den Vorrang lassen. Saisonalität ist gut, Saisonalität ist eine Indikation, um hier Impulse für mögliche Tendenzen zu finden. Aber Sie sehen auch hier das Momentum, das war hier schon bereits seit Ende Oktober in einem negativen Fahrwasser und das natürlich dann schon Grund genug zu sagen, hier eher Vorsicht mit saisonalen Long. Ambitionen. Der Markt ist hier nicht wirklich in einem klaren Umkehrimpuls begriffen. Hier gab es eine Möglichkeit, an dieser Unterstützungslinie 1165 gegebenenfalls hier eine Stabilisierung zu erfahren. Letztlich hat hier der Abwärtstrend, diese Abwärtstrendlinie, den Goldpreis ganz klar nach unten gedrückt und da war nicht viel mehr mit, wir gehen doch nach oben. Wir hatten auch hier die Möglichkeit, eine bullische Flagge zu zeichnen. Es gab dann hier sogar am 23.10. so einen Ausbruchsversuch, da sehen Sie hier an dieser Kerze, aber schlussendlich war das hier alles zum Scheitern verurteilt. Der Goldpreis, wie gesagt, in einer sichtlichen Korrekturphase und jetzt notiert er unweit seines Tiefs hier, das ist interessant zu sehen, vom Sommer 1077,28. Das ist ein Level, da ist der Goldpreis nicht weit weg und auch diese Unterstützung hat er hier unlängst eben am gestrigen Tag schon gerissen, beziehungsweise vielmehr am Freitag. Gestern war ein Low-Range-Tag, hier 1100. 2,75 etwa, das war mal hier eine Widerstandszone, dann bestätigt als Unterstützung und dieses Level hätte hier durchaus ja, als Support dienen können, dienen müssen. Da ging es aber am Freitag schnurstracks drunter und dieses Level ist nunmehr auch hier ganz klar als Widerstandscluster anzusehen. Und insofern haben wir hier, jetzt will er nicht aktiviert werden, aber das können wir auch so machen. Rechteck, rote Zone. Dieses Level ist jetzt als Widerstand aktiv. Soll heißen, wenn der Preis hier nochmal zurückkommen sollte, dann wären hier sicherlich entgegen dieser möglichen positiven Verläufe hier weiter oben Short-Chancen gegeben für den Goldpreis. Das heißt, er ist hier gedeckelt nach oben und die Aussichten, dass wir hier neue Tiefs machen, gelten durchaus als wahrscheinlich. Der Goldpreis trotz der bullischen Saisonalität, also hier in einer Schieflage, in einer Situation, die wenig Optimismus zulässt. Und wenn man dies so betrachtet, dann muss man hier ganz klar das Resümee ziehen, dass der Goldpreis hier wohl oder übel weiter in einem fallenden Impuls begriffen ist. Und das dürfte eben auch neue Mehrjahrestiefs unterstreichen. Das wollen wir uns auch mal hier in einem großen Bild anschauen. Dazu mal den Monatschart vom Goldpreis hier wirklich im Big Picture seit ja, dem Millennium. Hier sehen wir, hat der Goldpreis Ende 2000 oder Anfang 2000 hier so eine Bodenbildung vollzogen, letztlich dann hier einen sehr, sehr dynamischen Auftrieb erfahren. Über 650% ging es nach oben, aber seither hier, seit dem Septemberhoch 2011, ist der Preis in einem Rückwärtsgang und hier sogar sehr schön einfangbar in einem Abwärtstrendkanal, den er eben unlängst die letzten Monate immer wieder bestätigt hat. Hier im Januar, dann im Mai, dann nochmal hier zuletzt eben im Oktober. Und jetzt schaut vieles, beziehungsweise auch technisch ist die Marke von 1035, 1030 hier etwa interessant. Mit einem neuen Mehrjahrestief dürfte also hier die Marke von 1030, 1035 im Fokus stehen, um darüber hinaus, wenn dieser Abwärtstrend intakt bleibt, sicherlich auch eine generell weitere Preisschwäche zu erfahren. Das heißt, hier ist ja noch längst nicht aller Tage Abend. Sie sehen, der Goldpreis, wenn er denn die 1030 bricht, wäre hier nach unten noch sichtlich Luft und die Marke von 1000 hier psychologischer Natur dann sicherlich auch nur eine kurze Haltestelle. Es könnte hier durchaus noch wesentlich tiefer bei dem Goldpreis gehen. Die Frage, ob das eine gesunde Konsolidierung oder dann schon ein Schwenk in Richtung eines größeren Abwärtsimpulses ist, bleibt jetzt erstmal unbeantwortet. Tatsache ist, wir sind in einem Abwärtstrend. Der Goldpreis ist hier weiterhin in einer fallenden Preissituation begriffen und das dürfte eben hier neben der Marke von 1000 Dollar auch sogar ein Unterschreiten dieser Marke initiieren.
Und daran ändert hier das große Bild eben recht wenig. Man darf vielmehr davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Goldpreis hier das dreistellige Preisniveau doch testen wird. Die Chancen im Sinne der bullischen Saisonalität hat der Goldpreis nicht genutzt. Könnte er nur nutzen, wenn wir hier das Level von 1191/1200, sehen Sie hier im Monatschart-Intervall, wenn diese Marke überwunden werden würde, dann hätte der Goldpreis hier durchaus Chancen, einen schönen Aufwärtsimpuls nach oben zu sehen. Ja, dazu muss er aber definitiv dieses Level überwinden, den Abwärtstrend überschreiten und dann wäre hier unter Big Picture Gesichtspunkten ja durchaus 1300, 1400 möglich. Aber das, wie gesagt, nur wenn der Goldpreis hier wirklich nach oben dreht und signifikant die Marke von 1200 Dollar überwindet. Danach sieht es eben aktuell wenig aus. Insofern die Lage weiter kritisch. Hier im Stundenchart-Intervall wollen wir uns mal den Goldpreis angucken. Der kommt hier nach dem Ausverkauf am Freitag mehr oder weniger in der Seitwärtsphase her. Das zeigt und unterstreicht auch ein Stück weit, dass die Marktteilnehmer so recht unentschlossen sind und den Goldpreis hier nicht wirklich nach oben heben wollen. Hier haben wir auch diese Supportzone, jetzt Widerstand eben hier um 1275. Soll der Goldpreis es tatsächlich schaffen, dieses Niveau zu erreichen, wären hier mögliche Short-Engagements durchaus interessant. Aber dazu muss der Goldpreis eben erstmal dieses Niveau erreichen. Hier nach diesem starken Abverkauf der zähe Seitwärtslauf spricht er für eine weiterfallende Sequenz. Und ja, insbesondere eben hier, wenn es unter die Vortagestiefs gehen sollte, 1088 wäre hier ein Level, dann wäre sicherlich relativ zügig das Tief vom Freitag und dann eben auch das Niveau hier vom Sommer bei 1077 ein Thema. Der Goldpreis ergo also weiter hier in einem schwachen Zyklus begriffen. Es sieht noch nicht nach Trendwende aus. Daran ändert, wie gesagt, auch diese Saisonalität derzeit wenig. Wir gehen mal ins nächste Jahr rein von der Saisonalität und schauen uns mal kurz an, wie es denn da um den Goldpreis bestellt ist. Und da wird deutlich, dass wir hier zunächst einen kurzfristigen saisonalen positiven Impuls haben, Dezember eher mau. Und dann sehen Sie, ist die Saisonalität auch nicht wirklich überragend bullisch, sodass man hier eigentlich auch nicht vor Euphorie aufschäumen sollte. Der Goldpreis also hier weiter mit Vorsicht zu genießen und eine größere Trendwende nach oben. Er hat sich hier nach wie vor nicht bestätigt. Diese Erholung hier seit Sommer ist negativ aufgelöst und insofern haben hier die Bären weiter das Heft in der Hand. Ich sage danke fürs Einschalten. Erstmal Gold also weiter short. Wollen noch mal sehen, was uns morgen am FX-Markt noch geboten wird. Ich sage erstmal danke fürs heutige dabei sein. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen 9.30 Uhr wieder. Dann morgen auch das Webinar zur Sendung 15 bis 16 Uhr jeden Mittwoch. Auch da werden wir natürlich neben den einzelnen Währungspaaren durchaus auch mal den Goldpreis nochmal im Detail betrachten. Ich sage jetzt aber erstmal danke, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.